Filmkritik mit P.E. Straubinger. Das Gute zuerst. Im Sommer bekommen die Ochsenknecht-Fans, was sie sehen wollen. Jimmy Blue im coolen Skater-Outfit mit nacktem Oberkörper und sogar singen darf er. Und auf meiner 10-teiligen Bewertungsskala bringt das 4 zielgruppentauglich klischeebeladene Movie Minute Empfehlungspunkte. Ja, hallo liebe Hallstädterinnen und Hallstädter, ihr seht mich hier in Wien-Heiligenstadt bei meinem Arbeitsplatz hier bei Ö3. Und wenn ich das nächste Mal in Hallstatt bin, hoffe ich, dass ich den einen oder anderen von euch dann sehe. Hallstatt ist meine Heimat, ja. Das ist, glaube ich, wenn man da drin aufwächst, ich bin ja im Echental aufgewachsen und ich habe vor meinem Kinderzimmer immer ein Hirlatz gehabt, wo ich so aufgeschaut habe, wo man nicht einmal den Himmel sieht. Und ich glaube, das prägt irgendwie diese schroffen Berge. Und so die, also mir geht es immer, wenn ich nach Hallstatt reinkomme, dann geht mir das Herz auf irgendwie. Also das habe ich noch immer so. Wenn Sie mal in Hallstatt sind, verehrte Zuschauer, sollten Sie sich nicht einen Spaziergang in das landschaftlich herrlich gelegene Echental entgehen lassen. Ich kann mir in jedem Fall vorstellen, dass ich irgendwann wieder nach Hallstatt zurückgehe. Nur das Problem ist, meine Frau fühlt sich nicht wohl in Hallstatt. Der ist wirklich zu eng. Meine Wohnung, die ist am Wienerberg, da sehe ich den Schneeberg zum Beispiel, einen 2000er. Also Berge habe ich einfach total gern. Und hinter mir ist so der Twin Tower, wo ich auch so raufschaue. Und das ist der Hirlatz. Also ich habe mir das nachinszeniert. Ich habe mir aus dem Echental, ich hab so eine Terrasse, wo ich eben rausschaue auf, also das, ich habe eine wunderschöne Aussicht, also die geht von Ungarn bis zum Wilhelminenberg rüber und da sehe ich am Schneeberg und da habe ich einen Aussichtsstein hintan, der ist da aus den Gletschermühlen. Das war eben so eine verblüffende Geschichte, weil da habe ich eben gerade die Traumdeutung vom Sigmund Freud gelesen und da bin ich gerade in meinem Kinderzimmer im Echental gewesen und er hat gerade, wie ich das gelesen habe, geschrieben, er geht vorbei durchs Echental zum Waldbachstrub. Das habe ich lustig gefunden.